So, hallihallo, hier ist der Gusua, der Dizzyax ist auch am Start. Wenn Moin, ich moin. es nicht verpeile, hau ich ihn auch wieder in der Videobeschreibung rein. So, weil der kleine Boy braucht natürlich auch mit Mal seinen ein paar 20k Abos. Subs Ja. auch ein Ich paar brauche heute mal ein Abos mit bisschen dazu. Nachschub hier. Genau. Richtig So, easy. und zwar ist die Sache die, ich habe mich gerade mit ihm so ein bisschen über den CW so ein bisschen ausgeschissen, sage ich mal. Kann man so sagen, Ich muss echt sagen, ganz ehrlich, also kleiner Baumi, man kann natürlich auch mal daneben liegen. Ich muss jetzt einfach noch mal ein bisschen in der Wunde stochern, das ist ganz klar. Also ich weiß ja selber, ich bin nicht der CW-King. Das wisst ihr alle selber, ich habe irgendwie 121 Sterne. So, habe mir halt eben zuvor gedacht, gut, okay, komm, was kannst du denn bringen, dass du halt ein bisschen was kriegst. Aber ja. ganz ehrlich, hier, das war null. Also man sieht es natürlich buchstäblich, es war halt wirklich null. Wir gucken uns die mal ganz, ganz kurz nochmal an. Da komme ich halt echt nicht dran vorbei. Also, ihr seht gerade selber, die Base ist jetzt für meine Verhältnisse, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt unknackbar. Und wir brauchen uns im unteren Bereich gar nicht zu nähern, sondern er greift halt von oben an. Ich mache das halt wirklich mal ein bisschen schneller, wo ich sage, ihr wisst ja selber, im CW, wenn man halt eben am Start ist, klar, CW ist immer Aufregung, wie auch immer, ganz klare Nummer. Sehe ich halt eben auch so. So, aber ich weiß doch vorher, dass ich halt durch drei Mauern durch muss. Deswegen muss ich dann natürlich auch irgendwo ein paar Mauerbrecher da haben. Klar, mit dem Jump hat das soweit geklappt, aber man hätte natürlich dann dafür eben auch noch eher zum Beispiel den Freeze nochmal mitnehmen Genau, können. das stimmt. Theoretisch. Nur mal so. Theoretisch, ja. Und ganz ehrlich, was war das? Was war das? Ich meine, das war ja nicht mal close. Das war ja nicht mal irgendwie, dass man sagen würde, ah gut, okay, wäre der anders, dann Genau. wäre das und so. Also kann man da nicht mal bringen. So, und dann, mein Team, da muss ich einfach sagen, Kriegsereignisse. Dann wird der nee, da kriege ich gleich noch eine Mail dazu, ja. So, dann das nächste Ding, wo ich auch sage, Alter, ich habe den danach angegriffen. Kleinen Moment. Wir sehen ja halt also wirklich die Golems. Ich hatte mir vorher mit Dizzyax schon angeguckt. Die Ja. Golems halt wirklich, die oben hier leicht zu dicht, würdest du auch sagen, oder? Ja, ich finde, die sind ein bisschen zu dicht aneinander, habe ich auch gesagt. So, Also ich hätte ein bisschen zu mehr dicht verteilt halt. vielleicht, So genau. an sich, dass man jetzt sagen kann, gut, okay, die Magier dahinter schön nice gedroppt. Das ist ja vollkommen okay. Aber wirklich bei den Mauerbrechern kommt es jetzt. Das ist halt wirklich Ich echt finde, schade. ich muss zwei ganz wichtige, auch bei den Klar, hau Mauerbrechern raus, hau zwei raus. wichtige Sachen. Erstens, mit den Mauerbrechern hätte man mit zwei Stück diese T-Zone da aufbrechen können. Das heißt, zwei Hier, Bereiche auf einmal, ja, genau da, hier, ganz genau. anstelle halt nur eins und dann die, ja. Zumal, ich unterbreche dich immer ganz kurz, Klar. zumal halt wirklich, wie du es halt sagst, es wird hier durch die Golems auch wirklich gut getankt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, hier passiert nichts, beziehungsweise meine Mauerbrecher gehen eh tot. Nein, weil Range von Minenwerfer, na, hier eventuell gerade so, aber die in der Range sind, dass der Minenwerfer überhaupt aktiv wird, sind die schon längst da und sagen, hallo, Mauer, du musst Weg, ja, weg. genau. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Du wolltest aber noch was sagen? Genau, jetzt kommt es gleich ja zu den Packern, sobald er die Packer platziert. Ich muss sagen, die Magier, dadurch, dass er halt die Golems nicht genug aus, also verteilt hat, hat er jetzt auch, sage ich jetzt mal, die Magier natürlich nicht weit genug verteilt. Richtig. Und jetzt passiert, das ist, was jetzt gleich passiert, ist halt wirklich ruiniert mehr oder weniger den ganzen Angriff. Also sonst hätte Das, es, glaube ich, einen ganz guten. was ich auch immer wieder denke, warum, also es ist natürlich mega geil, dass man mittlerweile eben hier Pause drücken kann und sowas, aber es wäre halt echt eine Slow-Motion-Funktion. Mega geil. Die Mega gibt es geil, ja wenn jetzt man in sagen Clash würde. Royale. Die gibt es ja jetzt in Clash Royale. Das stimmt. So, jetzt gucken wir uns wirklich das Ding hier nochmal kurz an. Aber jetzt gibt es Weiter. gleich die Szene So, mit das den heißt, Packers. Boah, das war wirklich wir haben Herzschmerz hier bei mir. wirklich, wir haben vier Mauerbrecher versaut. Und da nochmal zwei, klar, die mussten halt, aber wie du sagst, das T-Stück, ganz ehrlich, das wäre natürlich richtig well placed, wenn man es halt so Genau. hinbekommt. Da muss ich jetzt sagen, wenn man das jetzt mit so viel Glück nicht hinbekommt, okay, dafür gebe ich Ja, ihm nee, keine auf den sowieso Kopf, nicht. vollkommen in Ordnung. Aber ganz ehrlich, die anderen beiden Mauerbrecher, die hätten hier richtig noch was reißen können. Genau. Weiter geht's, gucken wir. So, Jetzt Golems, kommt's zu den richtig, Packers. ganz genau. Warum die Packers? Viel zu früh. Wenn ich. Ganz, wie gesagt, sorry, wenn ich am Meckern bin, aber ich reg mich halt so ein bisschen auf. Er ist der Erste im CW und macht sowas. Also, wenn ich halt hier, also wie gesagt, Puki, kein Diss oder sowas, du weißt, wie ich es meine, das ist positive Kritik oder konstruktive Kritik. So, Konstruktiv.
wenn ich hier Packers droppe und da eine Kaserne habe und nichts weiter hier in der Nähe habe, dann denken sich die Packer, ja, lass mal auf die Kaserne gehen. Yeah. Also von daher, guckt mal, so, der Rage ist auch nicht nötig. Der wäre hier jetzt meiner Meinung nach nicht nötig gewesen, weil Golems Ragen in dem Bereich ist nicht nötig. Dann haue ich lieber zum Beispiel, weißt du was? Ich sehe gerade was. Alter, das ist nicht euer Ernst. Hä? Guck mal genau hin. Guck mal ganz genau hin. Die Packers sind oben. Nee. Die Packers sind oben, die Queen. Guck bitte mal auf seine Truppen. Zwei Freeze. Hey, ich weiß nicht, was du Nein. meinst. Nein, er hat ohne Helden angegriffen. Oh mein Gott. Ich wundere mich nämlich die ganze Zeit. Als ich nämlich sagen wollte, ja okay, den Rage hätte ich mir für einen Helden aufgehalten, fällt mir ein, wo sind die Helden? Sind die schon down? Und ich gucke jetzt gerade und sehe, mega Fail. Gar keine Helden. Ganz ehrlich, das darf dir im CW nicht passieren. Oh Mann. Oh, scheiße, Alter. Echt? Oh, das ist echt eine richtig. Und zumal, dann wäre es halt eine damn close Nummer geworden. Dann hätte man nämlich gesagt, gut, okay, die 50% hätte er bekommen. Wenn die Packers in die Mitte reingelaufen, wäre das well played gewesen. Selbst ohne die Helden gehe ich mal davon, also gehe ich zumindest stark davon aus. Alter. Also ganz ehrlich, da hat er sich natürlich echt. Ja, für geile Gameplays, guckt mal beim Pookie vorbei. Boah, böse. Nee, also. Nee, das, wir haben, Leute, wie gesagt, wir haben nichts gegen Pookie. Ich sonst wäre auch nicht im Klaren. Ganz klare Nummer. Also wie gesagt, das ist hier jetzt kein Diss-Video oder sowas. Also es kann halt wirklich jedem mal passieren, bloß es ging halt wirklich zweimal directly into the Hose. Ja. Das stimmt schon. Und dann ist man sich halt schon so ein bisschen am Ärgern und ihr seht's halt, hier wird halt nicht irgendwie die Butter vom Brot geklaut, sondern eher, nein. So sieht's aus. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Es wird hier so eine Art CW-Action-Video. So, ich guck mal gerade. Gut, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, die Leute, also den Leuten zumindest bei meinen Zuschauern ist es so, ich denke mal, wir haben auch viele, die uns beide gucken. Ja. CW kommt eigentlich immer gut an. Also die meisten finden CW immer richtig spannend, weil es ist halt auch einfach spannend. Vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht mal den ein oder anderen Fail gibt. Ganz, ganz klar. Nee, das ist es ja auch. Also man ist ja halt auch nicht perfekt. Ganz klare Nummer. Folgende Sache bei mir hier jetzt halt. Ich habe, klar, die Luftabwehren beide weggeknallt, logisch. Mhm. Und habe mir halt gedacht, ich dachte halt noch, ich hätte Schweine. Ich hatte ja auch zwei Schweine in der CB, nicht gereicht. Ich hatte dann halt noch einen Drache gespendet bekommen. Okay. Und ich dachte halt, irgendwie musste halt die Luftabwehr killen. Habe halt wirklich komplett keine Spells für die Helden halt verwendet, sondern wirklich, dass ich beide Luftabwehren killen konnte und dachte mir dann, gut, okay, dann greifst du wenigstens von oben an, dass du noch das Town Hall bekommst. Genau. Ja. So. Und dann dachte ich auch, irgendwie musst du das halt hier eben auch spätes Zünden von der Queen. Die habe ich jetzt nicht gezündet. Und, ja, den hatte ich aber schon gezündet. So. Und halt wirklich bei den Drachen muss man sich dann halt wirklich nicht mehr Sorgen drum machen. Die laufen schon. Das passt schon eigentlich ganz gut. Aber schade halt wirklich, dass es da nicht zu einem 3-Star gereicht hat. Ganz ehrlich, nehme ich auf meine Kappe, ganz klare Sache, hätte besser laufen können. Aber ich muss halt wirklich dazu sagen, die Luftabwehren halt waren halt wirklich sehr, sehr zentral. Die waren halt nicht draußen, sonst hätte ich halt wirklich mit den beiden Helden halt noch eine Luftabwehr killen können. Dann wäre das besser ausgegangen. Aber, wie gesagt, das war sozusagen in Anführungsstrichen mein ebenbürtiger Gegner, den ich halt eben getoostart habe. Und dann dachte ich mir halt eben auch, das sieht so aus, als würde dieser Basti oder BXTI, wie auch immer, halt nicht angreifen. Und jetzt dachte ich mir, gut, okay, greifst du Nummer 4 an und machst einen Freestar nach Sami Boy? Oder hast du halt sozusagen das Problem und probierst halt Baumis verkackten 0-0-Star auszubessern und haust wenigstens einen One-Star raus, weil, gucken wir mal kurz rein, weil es halt so aussah, als würde er nicht angreifen. So, es sieht
eine Stunde vor Ende immer noch so aus, als würde er nicht angreifen. Und dann war meine Taktik gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, ich hätte euch natürlich gerne einen 3-Star beim vierten gezeigt. Bloß sind wir ehrlich, ich wollte jetzt auch unserem vierten nicht die 4 und die 1 zumuten. Da bin ich auch einfach irgendwo so fair. Gucken wir uns nochmal kurz an. Nein, sowieso. Also finde ich auch, man muss natürlich einschätzen können, wie viel man mehr oder weniger schafft, aber man sollte auf keinen Fall den niedrigen Spielern, finde ich, die Spieler wegnehmen. Genau, weil mehr oder weniger macht es, erstens schadet es halt einfach, weil dann manche Angriffe zum Teil halt einfach weggeworfen werden, weil die halt einfach wissen, dass sie es halt nicht schaffen können, sage ich jetzt mal, diesen Spieler. Und ja. Und dann sehen wir hier jetzt eben, beide Luftabwehren halt oben weggetackelt, klar. Die Schweine, muss ich auch sagen, habe ich wirklich zu weit unten gedroppt. Die hätte ich weiter oben, dass die halt wirklich direkt auf die Luftabwehr gegangen wären. Ja, sorry, war Fail. Hier, Queen kümmert sich jetzt schön um die Luftabwehr. Und wirklich, früher, muss ich ganz ehrlich sagen, früher hätte ich gesagt, ach na ja, die Queen, die regelt das schon. Ich drop schon mal meine Dragos. So, und dann hätten die natürlich in der Zeit natürlich schon logischerweise auf die Fresse bekommen von der Luftabwehr. Habe ich nicht gemacht, habe wirklich gewartet und habe halt hier wirklich die Dragos dann halt später gedroppt. So, ja, jetzt, war aber dann ja auch im Endeffekt die richtige Entscheidung. Genau. Jetzt halt wirklich das typische Town Hall 9 greift Town Hall 10 Problem an. Wir haben halt nicht diese 240 Truppen, sondern nur die 220. Das heißt also ein Drache weniger, der halt möglich wäre. Und dann sitze ich natürlich da und werde natürlich dann relativ von den Infernos gesplasht, logisch, klar. Wobei ich, muss ich auch sagen, echt noch Glück hatte, dass keiner auf Single war. Ganz ehrlich, der hätte mir natürlich dann Single hätte ich gleich komplett richtig gemacht, ordentlich gerasert. Und das mit der Queen lief auch ganz richtig gut. Schön, richtig eben schön. Noch schön draußen. Klar, weil natürlich alles andere schon vom King so weit geklärt war, sammelt die Queen halt noch nebenbei. Und dann habe ich halt eben laufen lassen, klar, logisch, dass ich halt eben eventuell noch irgendwelche Prozente da klar machen kann. Close war es aber schon, ja. Dann war es immerhin ein One-Star und kein Zero-Star von einem Town Hall 11 auf Town Hall 10. Nee, sowieso. Also ich muss ganz klar sagen, ich bin ja immer noch mit Golcrag oder Golembeben, wie man es auch immer jetzt nennen möchte, bin ich ja momentan immer noch zufrieden im CW, weil ich muss einfach sagen, man holt als Town Hall 11 vor allen Dingen jetzt bei Town Hall 10ern eigentlich fast immer einen Safe Two-Star und bei Town Hall 11ern sogar auch meistens einen Two-Star. Und da ist man halt einfach irgendwie so sicher, dass man wirklich einen Stern bekommt. Man kann da halt wirklich wenig verkacken, mehr oder weniger. Ja. Deshalb feiere ich die Strategie mehr oder weniger. Und deshalb würde ich auch, um ehrlich zu sein, ich jetzt persönlich, weil ich bin ja sowieso nicht so der krasse Angreifer, ganz klar, würde ich nicht unbedingt noch eine andere Strategie dann da ausprobieren, weil ich es halt einfach nicht riskieren wollte. Verstehe ich vollkommen, was du meinst. Und die Sache ist halt einfach die, dass das Problem ist ja dann bei dir zum Beispiel, du musst halt sagen, gut, okay, ich mache zumindest relativ safe die obersten weg, vollkommen richtig, weil die in Anführungsstrichen, selbst wenn sie gemaxte Town Hall 9er sind, kriegen da, oh geil, mir wird hier gerade etwas geschenkt. Alter, mir wird hier gerade richtig was geschenkt. Mir wird gerade ein Präsent überreicht. Weil ich habe natürlich Queen Walk am Start, aber ich bin ja so ein bisschen umgestiegen. Die anderen haben es ja eventuell, also aus meinem Clan haben sie es natürlich schon gemerkt, logisch. Aber ich bin ja so ein bisschen auf Only Dragon umgestiegen und habe dann aber gemerkt, scheiße, das Alex geht ja weg wie nichts. Weil das habe ich halt beim Queen Walk nie gehabt. Also sprich, ich war immer safe, ich habe den Sieg nach Hause gebracht, habe aber nicht viele Punkte gemacht, also Pokis halt. So, und dann stand ich halt da und dachte mir, boah, geil, wie kannst du richtig schön Two-Stars rocken mit den Dragos? Ja, jo. Aber ich verliere natürlich überall richtig viel Elixier. Und das ist halt mein Problem. So, jetzt haue ich hier nochmal einen Rage rein. Okay. Weil ich den Rage für die Dragos eh nicht brauche. Muss ich ganz ehrlich sein, den hättest du jetzt ja vielleicht ganz bisschen mehr in die Mitte setzen können, du, weil da die du Königin... Du siehst gleich, was los ist, warum ich es nicht mache. Du siehst gleich, was los ist. Ich glaube, alles klar, oder? Ja, der läuft halt einfach aus in der Zeit. So. Ja, gut. Zack und fertig. So, jetzt gucke ich, was ich draußen halt noch regeln kann. Ich gucke, ich hau noch einen Rage raus. Guckt mal, und wie gesagt, wer jetzt sagt, Fail gedroppt. Nein, es geht mir in dem Bereich nicht um die Queen. Um die Heiler, ja, stimmt. Es geht um die Heiler und die müssen halt in der Zeit richtig da sein. Boah. Und jetzt probiere ich halt, ich meine, ich hätte die Mauerbrecher jetzt früher droppen können, auf jeden Fall, ganz klar.
Aber Boah, jetzt jetzt musst du ein rage paar ich mal Heiler kurz. Ja, nachsetzen. okay, Heiler das war müssen es halt nach. auch schon. Aber ich wollte halt noch Elixier haben. Mir ging es um das Elixier, dass ich halt wieder ein bisschen was. Ah, schade, 35 gibt halt nicht viel Loot, nicht viel Bonus. Ich habe ja mal Aber gerade im Clan immerhin. angefragt, in Keep Calm, wenn du da jetzt Okay, gerade drin kein bist. Thema. Ja, nimm Kannst mal mich an. ja mal anschauen. Ich habe gerade, glaube ich, wenn du mich jetzt finden würdest, würdest du übelst feiern. Ich denke mal nicht, dass du mich finden wirst, aber. Kleinen Moment, kleinen Moment, ich muss mal gerade gucken, was ich hier jetzt an. Ich baue noch mal. Ich guck mal hier, ihr seht es jetzt gerade selber. Ich muss noch mal einen Queen Walk bauen, weil ich halt zu wenig Alex hätte Alex, ja. für die Only Dragons. Gucken wir mal kurz. Und dann schauen wir gleich mal, wie es bei dir hier ausschaut. Ja, ist halt so ein bisschen Vorbereitung für ein Video deshalb, aber ich glaube, wer mich dann findet, der ist extrem happy. Ach so, du. Ah, okay, du hast was vor, ja? Du Ja, hast so ein richtig bisschen was vor. im Gucken wir Vorausblick. mal kurz, wie es hier ausschaut mit ein paar Dinger hier noch. Und ich will noch ein bisschen mit anderen Truppen rasieren. Und dann, ah, die Lava-Runde, die lasse ich dann noch. Die lasse ich dann noch. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wie sexy das bei mir ist. Ich würde mal sagen, bei dem Gegner, der klatscht zweimal in die Hände. Beziehungsweise bei ihm klatscht zweimal. Einmal klatscht er sich und dann klatscht er auf den Boden. Ja, ich würde mal sagen, der hat sich gefreut. Also ich habe ja noch momentan ein Shield. Ich will das dann auf jeden Fall noch mal im Video sagen. Aber es sieht lecker aus. Es sieht wirklich lecker aus, muss ich sagen. Wie kommt's? Ist das so dein Nee, 20K-Special um oder ehrlich was? zu sein, ich war einfach Inaktiv. mal. Also ich würde sagen, du warst leicht Ja, inaktiv. genau. Ich sehe es hier an den Ich war einfach Infernos. inaktiv, kam auf meinen Account, sie so, ach, ist fast alles voll. Hab mir ein 2-Tage-Schild gegönnt, hab jetzt gerade meine Base umgebaut. Und ja, also in gewisser Weise zahlt sich hier die Inaktivität ein bisschen aus. Läuft Zumindest auf für jeden YouTube. Fall. Läuft auf jeden Fall. Genau, gibt natürlich ein geiles Video. Ja, wie gesagt, wenn ihr das natürlich sehen wollt, wie dem Dizzyax der Loot geklaut wird, dann guckt natürlich auch bei ihm vorbei. Denn jetzt ist mein Video vorbei. Wir waren schon wieder viel zu lang. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, bei Dizzyax seht ihr dann, wie das hier geklaut wird. Das war's von mir. Du hast das Schlusswort. Jo, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer einen Pusswerken da lassen und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns, wenn es wieder heißt Let's Play Clash of Clans hier beim Gusor. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.